Major von Triskow, Abwehrchef beim Stabe der 1. Schleswig-Holsteinischen Armee, hatte den Auftrag, den Bau des von Wilhelm Bauer entworfenen Tauchbootes vor dänischen Spionen geheim zu halten und Sabotageakte zu verhindern. Er handelte dabei nach dem Grundsatz: Jeder außer mir kann ein Spion sein. Und verdächtigte selbst den Erfinder Wilhelm Bauer und besonders natürlich die Werftarbeiter. Den beiden, die sich freiwillig als Besatzung gemeldet hatten, galt sein ärgstes Misstrauen. Zur Winterszeit, am 15. Dezember 1850, ist das Boot fertig und läuft, in Kiel auf der Werft von Hawald und Schwefel vom Stapel. Die Diggedacks und ihr ehemaliger Chef, der Oberst Meinrad, sind auch gekommen, um sich dieses einmalige Ereignis anzusehen. Gleich kommt es zu einem ersten Zwischenfall, eine Eisscholle. Dass sie nur nicht den Bug beschädigt. Das wäre nicht das Schlimmste. Seht doch nur den armen Schiffbrüchigen, der außer einer Hose nichts als das nackte Leben gerettet hat. Nun fällt er wieder ins eiskalte Wasser. Er irrt euch, liebe Leute, ich bin kein Schiffbrüchiger. Ich bade hier nur. Mir macht es riesigen Spaß, wie ein Seehund im kalten Wasser herumzupaddeln und mich auf Eisschollen auszuruhen. Kommen Sie schleunigst an Land. Sie holen sich ja sonst einen mordsmäßigen Schnupfen. Den hat er bestimmt schon, Dick. Wer weiß, wie lange er schon auf der Eisscholle gesessen hat, der Meinrad sagt, vielleicht ist auch bloß a Verrückter. Triskow denkt anders darüber. Ein Verrückter? Nee, mein Lieber, ein Spion. Kommen Sie raus, Mann, ziehen Sie sich Ihre Klamotten an und erzählen Sie uns mal, was Sie hier machen, verstanden? Tillier, ich bin nämlich der Vorsitzende vom Eskimo-Club, wissen Sie. Wir härten uns auf diese Weise ab. Wollen Sie nicht Mitglied werden, Major? Ich bin doch nicht verrückt. Da mischen sich die Frauen von Witt und Thomsen ein. Das war Stern was für unsere Mannsleute. Wenn die mit das Schiff an Ölwasser tauchen wollen, holen die sich doch bestimmt nen Schnuppen. Ihr müsst euch vorher auch abhärten. Das ist wohl n schlechten Spaß. Nee, das ist ne sehr gute Idee. Denkt doch mal, wie kalt es in dem Tauchboot sein wird. Wollt ihr euch das Rheuma holen? Also rein in den Eskimo-Club und auch Sie, Major. Meinrad hatte recht, Kerl ist doch übergeschnappt. Wenn ihr beiden bange Büchsen nicht in den Club eintreten tut, lassen wir euch nicht mit dem eisernen Seehund in sie estechen. Wenn ihr mit dem ordentlichen Rheuma nach Hause kommt, haben wir Frau Angsland heut nischt als Ärger mit euch. Aber dat jeit doch nicht. Aber chlor jeit dat. Die Frau ens Leute haben recht, wenn ihr nicht abgehärtet seid, könnt ihr die Tauchversuche nicht mitmachen. Passt mal Achtung! Ihr werdet bald wie ein paar Walrösser im Wasser planschen und euch pudelwohl dabei fühlen. Triskow schenkt dem Vorsitzenden des Eskimo-Clubs keine Beachtung mehr und instruiert die Wachen, die auf das Tauchboot aufpassen sollen. Wer auf Anruf nicht stehen bleibt, ist Name Spion. Wenn er doch stehen bleibt, ist es auch einer. Verstellt sich bloß, verstanden? Dick und Dag bezweifeln, dass diese Art der Bewachung viel nützt, man müsste doch das Tauchboot vor allem von sie her sichern. Was meinen Sie dazu, Oberst? Recht habt's.
Ich werd's dem Trisko gleich unter die Nasname reibnö. Hören es amal, Herr von Trisko, haben es eigentlich schon daran gedacht, dass so ein Spion auch von Sie herkommen könnt? Ich glaub net, denn sonst hätten es schon Netze spannen lassen und Patrouillenboote eingesetzt. Jedenfalls, das hätt Stern ich getan. Mensch ins Kind, wie reden Sie denn mit einem preußischen Jadeoffizier? Was Sie getan hätten, ist mir Schnurz und PPL verstanden. Sie Kaffeehausstrategie, Sie Wiener Würstchen, Sie. Also, erlauben Sie schon, Herr Major, das geht zu weit. Nicht erlaube ich. Wer ist hier Abwehrchef, Sie oder ich? Ich lasse mir nicht von Ihnen dazwischen quasseln, verstanden? Und nun verschwinden Sie gefälligst, Sie Heupferd. Also, was sagt's dazu? Soll ich dem aufgeblasenen Kerl Anna Watschen herunterhauen? Lassen Sie ihn laufen, Oberst, wir werden auf eigene Faust etwas unternehmen, um das Unterseeboot zu schützen. Der dänische Admiral Niels Nielsen, der noch immer den Hafen blockiert, hat durch seine Spione längst erfahren, dass der eiserne Seehund vom Stapel gelaufen ist. Mal sehen, wie der Kahn bewacht ist, vielleicht kann Niels Nielsen da was machen. Dachte ich mir's doch. Diese Schlafmützen da drüben haben es versäumt, den Liegeplatz von der Wasserseite her zu schützen. Mit dem großen Schiff kommern ich wegen der Küstenbatterien nicht durch. Ich müsste jemanden allein rüber schicken. Pidiö Pidalsan, du kannst doch so gut unter Wasser schwimmen, nöch. Zieh dir ne Badehose an und schwimm zu dem Tauchboot rüber. Bebe bei der Kälte. Soli das ein Witz sein, Admiral. Du hast wohl Angst, dass du dich erkältest, noch. Dabei kannst du gar nicht frieren, weil du so fett wie ein Walross bist. Aber wenn dir das nicht genügt, schmieren wir dich noch ein. Nun los, Pidiö Pidalsan, steig über Bord. Denk dran, dass du königlicher Matrose bist und unter meinem Befehl stehst, hast du auch den Hammer. Jj ja, aber ich friere, doch jetzt schon so. Puh, das Wasser ist ja noch kälter, als ich mir's vorgestellt hab. Nee, ich geh, da nicht REM, ich geh, da nicht rein. Pidiö Pidalsan ist doch kein Pinguin oder sowas. Dann muss Pidiö Pidalsan eben lernen, wie's einem Pinguin zumute ist, nöch. Du wirst dich auch noch dran gewöhnen, höhö. H.E.S. Fear Admira. B.R.R.R. B.O.B.B. nicht doch. Wenn du zurückkommet, gibt's einen schönen steifen Krog. Und jetzt verschwinde endlich. Bibbernd und zähneklappernd hat sich der arme Pidiö Pidalsan durchgerungen, den eiskalten Plan des Admirals auszuführen. Wegen diesem Quatsch hol ich mir noch das Rheuma. Dabei genügte ein Kanonenschuss, um den lächerlichen Pott zu zertöpern. Wenigstens kann ich hier schnelle Arbeit leisten. Nur die Fenster einschlagen und schon wird der Kahn absacken. Die ollen Trantüten an Land werden gar nichts merken, denn damit haben sie bestimmt nicht gerechnet. So, peng, geh ich, ist's soweit. Also, das wär's. Damit wird Niels Nielsen wohl zufrieden sein. Tun ober nichts wie zurück, ich werde schon ganz steift, klucksend verschwindet das Tauchboot in der Tiefe.
Wer möchte wohl in Triskaus Haut stecken nach diesem geglückten Sabotageakt? Am nächsten Morgen gibt es einen Mordsspektakel, der General ist außer sich. Major Triscot, wo ist das Boot? Zu Befehl, Herr General, wahrscheinlich shelled out. Der Meinrad stöhnt, Herrschaftsseiten, das hob, ich gewusst. Warum hat er auch die Seeseiten nicht sichern wollen? Es vielleicht ist es auch nicht gestohlen, sondern nur versenkt worden, meint Dick. Wir werden uns solch einen Guckkasten holen, wie ihn die Fischer zum Beobachten der Fischschwärme haben und den Grund damit absuchen. Kannst du etwas sehen, Doug? Tilde, ja, es hegt genau unter uns, unmittelbar an der Kaimauer. Es wird sich leicht heben lassen, denke ich. Das Boot ist noch da, Herr Bauer. Es liegt nur auf dem Grund. Dann wird T.L. Glill einen Taucher Abi schicken. Wisst's was? Jetzt fangen wir an zu spionieren. Wir werden uns in der Stadt umhorchen und die Hallodris aufspüren, die das angestiftet haben. Ein guter Vorschlag, Oberst. Was haben die drei miteinander zu lüstern? Höchst verdächtig. Kombiniere, die wissen mehr als ID. Werde mich raffiniert verkleiden und ihnen nachspionieren. Bin doch Oosch nicht aus Dummsdorf. Als Fischer verkleidet, schleicht Triscot im Hafenviertel herum. Also im verschnupften Seepferd waren sie nicht und im angesäuselten Neptun, Oosch nicht. Vielleicht finde ich sie hier im blitzblauen Albatros. Ist ja ne schaurige Bruchbude. Sieht hier drin Oosch nicht gerade wie's Schade Casino aus. Komme mir vor wie Morpheus in der Unterwelt, aber kleiner Spätrupp war nicht umsonst. Habe verdächtige Elemente gefunden, werde mich so hinsetzen, dass ich sie unauffällig beobachten kann. Mein Rat und die Digidags sind in diese Schmugglerkneipe gegangen, weil sie wissen, dass die meisten Schmuggler auch dänische Spione sind. Einer von ihnen gibt gerade ein nächtliches Abenteuer zum Besten. Da lässt mich doch der Admiral zu sich an Bord kommen und sagt zu mir, besorg mir doch ein paar Flaschen Rum, Kläs Klasen. Heute Nacht hat sich mein Matrose Pidiö Pidalsan bei so'n kaltes Bad ein fürchterlichen Schnuppen geholt und der lässt sich doch man bloß mit Rum kurieren, nöch. Hier mischt sich Triscot rücksichtslos in die Unterhaltung ein. Hab ich euch endlich, ihr dänischen Spione. Was wisst ihr über das nächtliche Bad des Pidiö Pidalsan? Na, raus mit der Sprache. Nee, mein Lieber, erstmal raus mit dir. Lassen Sie mich sofort los. Ich will wissen, ob Pidiö Pidalsan Mitglied des Eskimuktups war. Ich will wissen, ob, wieso und warum. Dor frag du mol en, armem, du walle verschrumpelte Heilwut, b. W. Isaacken di nix. Verdammte Spione. Jetzt reden sie schon dänisch mit mir. Auf der Kaimauer sitzen Witt und Thomsen, die gerade ihr erstes Abhärtungsbad nehmen wollen. Das hat doch nur Elansgor kein Zweck mehr, Witt. Der eiserne Seehund ist im Eimer, und darums wegen ist der Fall für uns erledigt, Oosch, nee, Thomsen, die werden den ganz bestimmt wiederheben. Wir müssen auf alles gefasst sein. Zähneknirschend hat Triscot zugehört. Anziehen und mitkommen, ihr seid verhaftet.
habe euch endlich entlarvt, ihr dummdreisten Saboteure. Darum also in Eskimo Club ein Jet treten, um Tauchboot kaputt zu machen, war. Aber Herr Major, wir verstehen nicht. Eben kommen mein Rat und die Digidaks aus dem Blitzbetown Albatros. Aber Herr von Trisco, wie können es, denn die Besatzung von Herrn Bauer arretieren? Nachher kann er doch gar nicht tauchen. Mischen Sie sich schon wieder ein, Sie. Noch ein Wort, und ich nehme Sie Oosch mit, Sie Schießbudenoberst, Sie. Sagt's, muss ich mir das gefallen lassen? Kümmern Sie sich nicht weiter um ihn. Gehen Sie zu Bauer und erzählen Sie ihm alles. Wir müssen jetzt eine Spur verfolgen. Hier hinein, Dag. Dies ist die Ehrlichkeit, Claes Clasens Schmuggelkutter. Wir können uns hier in aller Gemütsruhe verstecken, Dick. Claes Clasen wollte erst bei Sonnenuntergang mit dem Rum an Bord kommen und zu den Dänen hinüberfahren. Dick und Dag hoben richtig gehört. Als es dunkel wird, bringt Claes Clasen eine große Kiste mit Rumflaschen angeschleppt und verstaut sie sorgfältig. Von heute ab muss ich mich ein bisschen in Acht nehmen. Da waren doch heute allerhand Schnüfflers im blitzblauen Albatros. Der, den wo wir rausgeschmissen haben, war ja ziemlich dusselig, aber die ändern drei waren nicht astrein. Na ja, es wird bestimmt nochmal gut gehen, und ich denk, die Schnüfflers haben mehr die Dänen auf'm Kieker als uns harmlose Schmugglers. So, nun werd ich mal den Onkel Dr. Espilis und diesem PDÖ Pidalsan MITM Schussrum auf die Beine helfen. Hier können wir nicht rein, Dick. In dieser Kajüte ist schon jemand. Aber das ist doch der Admiral J. und der eingemummelte Dicke ist kein anderer als PDÖ Pidalsan, möchte ich wetten. Wenn er oben ist, steigen wir ihm nach, Dag. Wir müssen aber vorsichtig sein, denn an Deck sind Wachen, am besten wäre, wir zwängten uns durch eine Luke in eine leere Kajüte. PDÖ Pidalsan, soll ich dir mal sagen, was du bist? Du bist ein verzerrtes Muttersöhnchen, verstehst du mich? Schäm dich gefälligst, du Jammerlappen. Nimm dir ein Beispiel an den Eskamös. Richtig, Eskamös. Nils Nilsen, Mann, warum bist du nicht schon früher draufgekommen? Ich werd mir für solche Aufgaben richtige Eskamös engagieren. In Kappeln gastiert gerade ein Zirkus mit ner Völkerschau, da hol ich mir welche. Das ist meine gute Idee, nöch. Wir haben genug gehört, Dag. Wir müssen sofort nach Kappeln segeln und dem Admiral den Plan versalzen. Wenn's weiter nichts ist. Mit dem Schmugglerboot werden wir ganz gewiss schon vor Tagesanbruch dort sein. Am Morgen stehen sie vor den Plakaten des Wanderzirkus Dingel und beraten. Es stimmt alles, was der Admiral gesagt hat. In der Völkerschau sind auch Eskamös. Wir müssen gleich zum Direktor gehen und mit ihm sprechen. Hoffentlich geht er auf unsere Vorschläge ein, sonst misslingt unser fein ausgeklügelter Plan. Guten Morgen, habe ich das Vergnügen mit dem weit berühmten Zirkusdirektor Tadeusz Dingel. Ganz recht, junger Freunde, und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Sind Sie Jongleur, Löwenbändiger, Zauberer, Akrobat
oder was möchten Sie? Wir möchten gerne als Eskimos in Ihrer Völkerschau auftreten. Welch ein Ansinnen! Der weltberühmte Zirkus-Dingle ist doch kein Schwindelunternehmen. Bei uns sind sogar die Löwen echt. Dieses Sümmchen wird Ihr künstlerisches Gewissen beruhigen. Sie sollen uns nur dem Admiral Nilsen als Kaltwasserschwimmer anpreisen, wenn er danach fragt. Ah, ein Scherz, verstehe. Wenig später ist auch der Admiral zur Steile. Ihr Besuch ist eine große Ehre für den gesamten Zirkus Dingle, Exzellenz. Bei uns ist alles echt. Wir haben keine Kosten gescheut, die indianischsten Indianer, die chinesischsten Chinesen und die feurigsten Feuerländer für unsere Völkerschau zu verpflichten. Am allerrechtesten aber sind unsere kältegewohnten Eismeer-Eskimos. Sowas such ich gerade. Welches sind denn Ihre besten Kalt- und Unterwasserschwimmer? Da kann ich Ihnen nur dich Kludaklu empfehlen, Exzellenz. Gut, die möchten ich haben. Wie das geklappt hat? Nils Nilsen, Mann, du bist doch ein dollen Estecht, nöch. Wie der sich freut. Dabei haben wir ihn ganz schön reingelegt, nöch. Mal sehen, was er mit uns vorhat. Also passt mal auf, ihr beiden. Ihr werdet nun mal ein bisschen für mich spionieren. Und zwar sollt ihr herauskriegen, wann Eiserne Seehund gehoben werden soll. Wenn es soweit ist, müsst ihr tauchen und die Bergung verhindern. Ihr traut euch doch das wohl zu, nöch. Aber Herr Admiral, Dichklu und ich sind doch schon 15 Mal unter dem Nordpolweg getaucht. Spionage ist doch eine sehr hässliche Sache, meinst du nicht auch, Dick? Dauernd muss man schwindeln und krumme Wege gehen. Leider gibt's kein anderes Mittel, um dem Admiral hinter in seine Schliche zu kommen und den eisernen Seehund zu retten. Erkennen Sie uns noch wieder, Oberst? Aber Sie werden noch größere Augen machen, wenn wir Ihnen Bericht erstatten. Ich hab leider nicht so viel Glück gehabt wie Ihr. Witt und Thomson sitzen noch. Ich hab Geert und Geert, und der Bauer auch, aber der Trisco hat sie nicht freigeben wollen. Dann müssen wir eben versuchen, sie durch List zu befreien. Aber Trisco ist wachsam. Schon wieder zwei von diesem Eskimo-Club. Ganze Stadt wimmelt davon. Wolltet wohl euren Komplizen helfen, wa? Daraus wird nicht. Werde euch Oosch einsperren. Gerade noch rechtzeitig erscheint da Bauer mit einem Befehl des Generals. So sollen den Witt und den Thomson freilassen. Darf ich mir's doch. General ist Oosch im Eskimo-Club. Einige Wochen später beobachtet Nils Nilsen wieder einmal den Hafen, denkt, er sieht nicht recht, da soll doch gleich das Donnerwetter in den Kreuzmaß schlagen. Das Tauchboot ist wieder da. Haben mich doch diese verdammtigen Eskimos hinters Licht geführt. Oder ob sie geschnappt worden sind. Glaub, ich aber pickt, denn dafür waren sie mir viel zu pfiffig. Nilsen hat einen Heidenrespekt vor dem eisernen Seehund. Es lässt sofort alle Segel setzen und macht, dass er davonkommt. Ich werd mir doch von denen nicht mein schönes Schiff auf so eine hinterlistige Art und Weise zertöppern lassen, noch. Die Diggedacks haben alles beobachtet. Wir können uns freuen.
Die Dänen lassen uns endlich in Ruhe. Bravo! Alsdann kann der Herr Bauer nun endlich sein Tauchboot ausprobieren. Ihr habt's gehört, ihr zwei Arbeitner, es ist soweit. Habt's auch keine Angst, net. Osch, Herr Bauer, wir haben in der letzten Zeit so viel durchgemacht, dass uns schon Elans GCMZ egal ist. Zwei Unterwasserfahrten sind gelungen und kein Niet ist aufgesprungen. Na, was ist, Captain, wollen wir's nicht für heute genug sein lassen? Nu haben sie's den Querköppen im Generalstab wohl bewiesen, dass ihre Erfindung was taugt, i werd jetzt frische Luft einlassen und nachher tauchen mir's letzte Mal. Die Tauchversuche werden von dem Professor Christiansen aus Kiel wissenschaftlich überwacht, bevor Bauer zum dritten Mal in die Tiefe geht, warnt er ihn, gehen Sie nicht tiefer als 7 Meter, Sie wissen, dass das Boot keinen größeren Druck aushält. Weil ihr beim Bau gespart und immer wieder gespart hobt's. Ihr hobt's viel dünnere Bleche gnoma, als ihr berechnet hob. Die ganze Konstruktion hobens vermurkst, die 9-mal gescheiten Herren von derer Universität. Na ja, gut gna is halt bis jetzt. Achtung, läuf, mir tauchen. 7 Meter. Dös is genüa. Witt, Thomsen, an die Pumpen, mir tauchen wieder auf. Bauer verlagert das schwere Laufgewicht, mit dem er das Gleichgewicht des Bootes regulieren kann, ganz nach achtern. Als der Bug sich hebt und das Boot eine starke Schräglage bekommt, geschieht etwas Entsetzliches. Der eiserne Ballast im Kielraum löst sich aus seinen Lagern und poltert ins Achterschiff. Durch die plötzliche Gewichtsverlagerung wird das fast senkrecht stehende Boot unaufhaltsam in die Tiefe gezogen. An die Pumpen, Leut. Wir dürfen nicht tiefer mehr sinken. Bauer hatte besondere Tauchtanks für den Wasserballast vorgesehen, aber die Baukommission hatte auch diese eingespart. Stattdessen wurde das Wasser einfach in den Kielraum gepumpt. Nun ist alles Wasser hinten und die Pumpen versagen. Es ist aus, Captain. Die Pumpen saugen kein Wasser mehr an. Wir können das Sinken nicht mehr aufhalten. Schon ist das Boot wieder an der 7-Meter-Grenze. Wenn es weiter sinkt, können die viel zu schwachen Eisenwände dem Druck nicht mehr standhalten. Aber da stößt das Boot auf den Grund. Schon wollen die drei Männer erleichtert aufatmen, als ein neues Unglück geschieht, ein verlorener Anker reißt ein Leck. Wassereinbruch, Captain. Nu wird mir das Mitgliedsbuch vom Eskimo Club nicht mehr nützen. Dös Wasser ist unsere Rettung. Wann es weiter steigt, presst die Luft hier so zusammen, dass mir die Luken ganz leicht gegen den Wasserdruck von Obno aufmachen könne. Versteht's dös, ihr beiden? Ja schon. Das ist doch so, dass die Luft uns drücken hilft, weil Wasser ankönnen, nicht? Freilich, dös ist. So, und nun wollen wir es einmal riskieren. Aufgepasst, Leut. Bauers Überlegungen waren richtig, durch den Druck der Luft wird der Deckel aufgestoßen. Gleichzeitig mit den herausquellenden Luftblasen werden Bauer, Witt und Thomsen nach oben gerissen. Dort sind die Beobachter bereits in großer Sorge, weil das Boot schon sehr lange unten ist. Trisco, der sich mit seinem Boot gerade über der Unglücksstelle befand,
wird von den zerplatzenden Luftblasen ins Wasser geschleudert. Das genügt mir. Habe jetzt endlich Beweis, dass Attentat Yijin mich hier plant war. Oshbauer als Saboteur erkannt. Und wer kommt da zufällig auf einer Eisscholle daher? Der Vorsitzende des Eskimo-Clubs. Wie mich das freut. Witt und Thomsen, ihr habt wohl zwei neue Mitglieder gewonnen. Nee, Herr Vorsitzender, die schwimmen hier man rein dienstlich herum. Aber sagen Sie doch selbst, Herr von Trisco, wäre es nicht besser gewesen, wenn Sie sich vorher abgehärtet hätten? Hab ich nicht nötig. Aller Preuße ist hart wie ein eiserner Ladestock. Darum werde ich Sie alle dem Kriegsgericht übergeben. Melde gehorsamst, Herr General, Major von Trisco mit vier verhafteten Spionen und Saboteuren von Bootspartie zurück. Strich danke. Sie haben sich die Mühe leider umsonst gemacht, es ist altes aus. Wir haben die Entscheidungsschlacht verloren. Ihr Tauchboot brauchen wir auch nicht mehr, Bauer. Für die Bergung haben wir kein Geld. Allerhöchste Anerkennung ist Ihnen gewiss. Dafür kann ich mir nichts kaufen. Da ich nun auch keinen Abwehrchef mehr brauche, muss ich Sie ebenfalls entlassen, Herr von Trisco. Hier ist Ihr Zeugnis. Danke, Herr General. Bin davon überzeugt, dass es ganz erstklassig ist. Major von Trisco ist eine große Niete, das Zeugnis kann ich ja keinem zeigen. Mir schon, Herr Major? Für mich ist das alles wirklich nichts Neues. Sehen Sie, Herr Major, auch ein eiserner Ladestock kann verbogen werden, so wie Sie einen Schnupfen bekommen haben. Wollten Sie aber stahlhart werden, dann treten Sie in den Eskimo-Club ein. Nee. Habe die Nase voll. Das dunkelste Abenteuer seiner ganzen Laufbahn musste Major von Trisco ausgerechnet während seiner Hochzeitsreise in Triest erleben. Spurlos verschwunden, müssen sogar die Digidags feststellen. Auch der österreichische Geheimdienst tappt völlig im Dunkeln. Insgesamt also eine dunkle Sache, die es in den nächsten Kapiteln aufzuklären gilt.